Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, dessen Herz voll Freude ist, er sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Gläubige, seid gegrüßt zu unserer heiligen Messe, wo die Kirche den heiligen Philipp Neri feiert, den lachenden Heiligen Roms, wie er genannt wird. In Florenz ist er geboren, 1515, und er widmete sich besonders der kirchlichen Erneuerung und der Jugenderziehung, wobei er durch seine humorvolle Lebenshaltung neue Seelsorgsmethoden entwickelte, die sehr erfolgreich waren. Er ist auch der Gründer der sogenannten Oratorien, wo er mehrere Priester zusammengeschlossen hat in eine kleine Gemeinschaft und von dort aus wurde gewirkt. Der Gesang, die praktische Nächstenliebe trugen auch bei zur Erneuerung des Glaubens im Volk. Ja, unser Glaube, der hat mit Freude zu tun. Glücklich, wenn wir sie entdecken, glücklich, wenn wir sie weitergeben. Herr Jesus Christus, dein Wort ist uns Licht auf unserem Weg. Herr, erbarme dich. Dein Kommen macht die Herzen froh. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Du rufst uns auch jetzt zum Mahl der Freude. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, der erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Gott, du hast im Leben deines Dieners Philipp Neri den Glanz deiner Heiligkeit aufleuchten lassen. Gib uns eine brennende Liebe, wie er sie im Herzen trug, und die Heiterkeit des Geistes, die ihn zum Boten deiner Freude gemacht hat. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper. Brüder, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage, betend und flehend, eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. Schließlich, Brüder, was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebenswert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und angenommen, gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Wort des lebendigen Gottes. Halleluja, Halleluja, Halleluja,
Halleluja! Christus musste leiden und von den Toten auferstehen, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen. Halleluja! 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 Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet bekümmert sein, aber euer Kummer wird sich in Freude verwandeln. Wenn die Frau gebären soll, ist sie bekümmert, weil ihre Stunde da ist. Aber wenn sie das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an ihre Not, über die Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. So seid auch ihr jetzt bekümmert, aber ich werde euch wiedersehen, dann wird euer Herz sich freuen und niemand nimmt euch eure Freude. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, unser Glaube spannt den Bogen über alle Lebenssituationen, die uns hier auf Erden beschert sind. Da ist eben die Freude, die so stark vorhanden war bei Philipp Neri. Gerade in der Jugenderziehung hat er dieses Wort einmal geprägt: Mögen Sie auf meinem Rücken Holz hacken, wenn sie nur nicht sündigen. Also mit Freude da an den schönen Seiten des Lebens teilhaben, das ist ein wichtiger Teil unseres Daseins, auch als Christen. Aber wir sind natürlich nicht so oberflächlich, dass man einfach nur das Vergnügen sucht hier auf Erden. Wir sind auch dazu gerufen, im Leiden standzuhalten und auszuhalten. Das zeigt uns der Herr selbst vor, er mutet es uns zu. Denn die Worte, die wir heute von ihm gehört haben, die spricht er auch noch bei seinen Abschiedsreden. Wir haben ja gestern schon begonnen mit dieser Phase des Kirchenjahres, wo wir jetzt dran denken, Jesus ist wieder ganz in die himmlische Herrlichkeit eingegangen und es ist eine gewisse Trennung, ein gewisser Abschied schon da gewesen bei den Jüngern, der damit dem begonnen hat, dass er sich dem Tod ausliefert. Groß war die Betrübnis, groß war ja das Entsetzen eigentlich der Jünger, denn es war nichts mehr so wie vorher. Es wird nicht mehr so weitergehen, dass sie mit ihm durch die Gegend wandern und miterleben, wie mächtig Gott das Heil wirkt. Das war allen klar, es war etwas zerstört von ihren Vorstellungen, weil Gott größere Vorstellungen hat, weil Gott uns hinführt, dass auch das Leid dieser Welt von ihm her gewandelt werden wird, aber eben nicht alles schon in dieser Welt, sondern auf die Ewigkeit, auf den Himmel hin, kommt erst die letzte Erfüllung und das letzte Gutsein. So sagt es der Herr auch. Jetzt seid ihr bekümmert, aber ihr werdet euch freuen. Am Ende ist wirklich eine Freude, die nicht mehr vergeht. Und wer diesen Blick hat im Leben, der strahlt herein auf unsere jetzige Lebenshaltung. Lasst uns Christen der Freude sein. Christen, die sich am Irdischen erfreuen und die im Blick auf die ewige Freude Zeugnis geben. Amen. Bringen wir unsere Bitten vor Gott. Wir beten zu Gott.
der auf uns Menschen zukommt. Wir bitten für die Kirche, dass sie eine Gemeinschaft sei, wo Menschen Freude erfahren in der Begegnung mit Gott. Du Spender der Freude. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für die jungen Menschen, die auf der Straße leben und Geborgenheit suchen. Du Spender der Freude. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für die Eltern, die die Heranwachsenden mit ihren Problemen oft nicht verstehen. Du Spender der Freude. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten, dass wir selber das Gute mit Freude tun. Du Spender der Freude. Wir bitten dich, erhöre uns. Wollen auch die heutigen Messintentionen einschließen. Marianne Rockenschaub für verstorbenen Bruder Johann, unter Kolkseder für verstorbene Mutter und alle verstorbenen Familienangehörigen. Du Spender der Freude. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, führe und stärke alle, für die wir beten, und lass uns treu sein in deinem Dienst. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. So lasst uns jetzt mit Freude unser Leben vor Gott hinbringen. Siehe, wir kommen, kommen mit Jauchzen, unsere Gaben zu bringen. Siehe, wir kommen, kommen mit Jauchzen, unsere Gaben zu bringen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Siehe, wir kommen, kommen mit Jauchzen, unsere Gaben zu bringen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt, du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Siehe, wir kommen, kommen mit Jauchzen, unsere Gaben zu bringen. Lasst uns beten. Gütiger Gott, am Fest des heiligen Philipp Neri bringen wir dir das Opfer des Lobes dar. Wie du ihm ein fröhliches Herz geschenkt hast, so mach auch uns froh in deinem Dienst, damit wir deinen Namen preisen und die Menschen lieben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und das Werk deiner Gnade zu preisen. Denn in den Heiligen schenkst du der Kirche leuchtende Zeichen deiner Liebe. Durch das Zeugnis ihres Glaubens verleihst du uns immer neu die Kraft, nach der Fülle des Heiles zu streben. Durch ihre Fürsprache und ihr heiliges Leben gibst du uns Hoffnung und Zuversicht. Darum rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen, und singen wir aus einem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, und all deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus,
und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Philipp Neri, und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Manfred und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten, erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich auch unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. So lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der auferstandene Christus trat in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. So bitten wir ihn, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gebt euch das Zeichen des Auferstandenen, Frieden und Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Euer Herz wird sich freuen und keiner wird euch eure Freude nehmen.
Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt, spricht der Herr. Zum Dank mit Maria. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, durch die Teilnahme an diesem Mahl schenke uns jene Freude, durch die der heilige Philipp Neri deine Liebe zu den Menschen bezeugt hat. Lass uns immer nach dieser Speise hungern, die das ewige Leben gibt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Danke für euer Kommen, Mitfeiern. Diese Eucharistie, gehen wir hinaus an diesem herrlichen Maitag und seien wir Zeugen der Freude. Der Herr sei mit euch. Es segne euch und alle, die zu euch gehören, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in seinem Frieden. Dank sei Gott.